Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel und zwar Ostriff. Was ist denn das? Das Spiel ist so wie Banished oder Life is Feudal Forest Village. Bedeutet, man muss eine Stadt, ein Dorf aufbauen und gucken, dass man halt nicht verhungert, mehrere Leute wieder dazu gewinnt. Also halt ein Aufbauspiel. Ja, dieses Spiel ist programmiert von einer einzigen Person aus der Ukraine und befindet sich in ganz frühen Schuhen. Und zwar ist das die Alpha 1, also die erste Alpha, die rausgekommen ist im Patch 3. Und die drei Patche sind jetzt in, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen wurden die Stück für Stück rausgebracht. Das heißt, es ist wirklich ein ganz frühes Spiel. Aber, ich finde das grafisch und von dem, was man schon machen kann in diesem Spiel, sehr schön. Und vom Design sehr klasse programmiert und gestaltet. Und wir gucken einfach mal rein. Ich habe einen Key zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn euch das Spiel gefällt, Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Das Spiel kostet $20, ist aber leider nicht auf Steam erhältlich. Noch nicht. Wird aber irgendwann dann mal auf Steam sein. Aber ihr könnt ja mal auf die Seite von dem Programmierer gehen. Einfach mal reingucken. Link ist wie gesagt in der Beschreibung. Und wir schauen jetzt einfach mal rein, was wir hier in diesem Spiel schon machen können. Und ja, wie schön das grafisch ist. So, wir machen ein neues Spiel. Diese Version gibt es noch nicht in Deutsch. Es gibt die in Russisch und in Englisch. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Hier sind auf jeden Fall drei Maps, die wir uns auswählen können als Startbedingung. Hier ist ein schöner Fluss. Irgendwo hier werden wir dann starten. Wahrscheinlich hier, wo dieser Kreis ist. Einmal hier, einmal dort und einmal dort. Eigentlich relativ egal, welche Map wir nehmen. Wir nehmen einfach mal die hier unten. So, machen wir einmal das gute Stück auf Pause. So sieht das hier in dem Spiel aus. So, wir haben hier den großen Fluss. Und wenn wir jetzt mal hier raus scrollen, das ist schon Wahnsinn, wie groß die Map hier ist. Das ist echt, also hier ist eine rote Linie, hier ist es dann vorbei. Aber wir können hier extrem viel bauen. Und wenn wir sehen, wie klein unser in Gänsefüßchen gestelltes Dorf bisher ist, haben wir noch jede Menge zu tun. Und wir sehen schon, wie detailliert die Grafik hier ist, finde ich. Und zwar kann man da relativ nah ranzoomen. Hier haben wir ein Feuerchen, hier sind die Zelte bisher. Und ja, viel ist hier noch nicht passiert. Und wir befinden uns im Jahr 1721 und haben im Moment 21 Leute in unserer Siedlung. Und wir müssen jetzt das Spiel beginnen mit einem ganz kleinen Tutorial. Und wir sollen ein Sägewerk sozusagen bauen. Oder ein Holzverarbeiter, wie auch immer. Und damit beginnen wir einfach mal. Und zwar hier. Da ist das gute Stück. Und wir können jetzt unsere Häuser ganz einfach drehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wollen wir unser Dorf aufbauen? Hier haben wir ja den Fluss. Hier haben wir den Wald und dann würde ich einfach sagen, bauen wir doch einfach unser erstes Häuschen hier hin. Und zwar hauen wir das hier am Wald so hin. So, so machen wir das und jetzt lassen wir das Spiel laufen und gucken einfach mal, ja, wie das sich hier alles bewegen tut. Kriege ich die Kamera hier noch irgendwie anders hin? So kann ich drehen. Ah, so, gucke mal. So, jetzt kann man nämlich hier ein bisschen mal hineingucken. Wir haben hier einen kleinen Brunnen, mit dem wir halt Wasser bekommen. Hier ist eine kleine Feuerstelle, wo sich die Dorfbewohner ausruhen. Wir haben Männer und Frauen. Die Männer sind hier fleißig am Ackern. Und das sind doch so schöne Details, wie sie hier mit ihrer Karre rumfahren. Also ich finde das echt schön gemacht. Ist wirklich cool. So, jetzt nehmen sie sich hier ein bisschen Holz, was wir bisher haben. Wir haben so ein Startkapital, so nenne ich es mal. Und zwar Wasser, Holz und so weiter und so fort. Und damit können wir die ersten Sachen bauen. Wir werden das mal ein bisschen schneller machen. Und hier gibt es schon jede Menge Sachen. Wir können hier
Häuser bauen für unsere Dorfbewohner. Wir können den Brunnen bauen. Wir haben hier einige Sachen, mit denen wir was produzieren können. Hier haben wir dann alles, was mit Verkauf zu tun hat und Handel. Hier ist unser Rathaus. Dekorationen gibt es auch schon einige. Und hier sind noch Sachen, die halt noch nicht fertig sind. Und zwar hier Education, also Bildung, Schulen oder sowas. Und Krankenhäuser oder irgendwas zum Heilen. Und Religion. Also hier kommt noch einiges rein. Wie gesagt, es ist ganz, 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 ganz frisch, dieses Spiel. Und ich finde, dafür, dass es, wie gesagt, in der Alpha 1 ist, kann man schon jede Menge sehen und auch erahnen, wie schön das wird. Und nicht umsonst hat der Entwickler auf seiner Seite sein Spiel angeprangert mit, das wird das beste Spiel in diesem Genre. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was er hier noch alles machen tut. Und alleine hier, wie gesagt, ich bin ja detailverliebt auch in anderen Games. Das wisst ihr ja. Aber wie sie hier die Balken hinstellen. Hier die Balken hinstellen und festnageln. Und die nehmen selbst einen Hammer in die Hand. Also es ist nicht so, dass es einfach nur Klick da ist, sondern da passiert sehr, sehr viel in diesem Spiel. Klack. Sehr, sehr schön. Guck mal, hier ist sogar ein Schatten von einem Vogel, der über uns fliegt. Das ist einfach nur schön gestaltet, das Spiel. Und wir sehen auch hier selbst, da sind in diesem Baumstamm schöne Sachen drin. Also einfach nicht ein Baumstamm hingestellt, sondern wirklich designed. So nennen wir das mal. So, jetzt ziehen sie hier die ersten Wände hoch. Sehr, sehr schön. Zack. Und so entsteht unser Haus. Wir werden mal wieder ein bisschen schneller vorspulen, dass hier auch was passiert. So, jetzt wird das Dach gebaut. Klack, klack. Schön, wie sie mit dem Hölzchen jonglieren. Klack, 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 klack. Also ich finde das echt, echt, echt schön gemacht. Klack. Das Haus scheint fertig zu sein. Zack. Da ist das Dach raufgekommen. So, und das war unsere erste Quest quasi, die wir erfüllen mussten für unsere Tutorial-Strecke. Und jetzt können wir hier einen Worker, also einen Arbeiter einsetzen, der sich um das Holz kümmert. Und da haben wir jetzt mal einen eingesetzt. Und jetzt steht da, wir haben looking for jobs, 7 Leute, die nichts zu tun haben. Davon haben 2 Männer nichts zu tun und 5 Frauen. Ja. Okay, er kümmert sich jetzt hierfür. Jetzt geht's weiter. Wir sollen für jede Familie in dem Camp ein Haus bauen. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zelte. Das bedeutet, wir haben 9 Familien. So. Und jetzt ist natürlich die größte Frage, wo wollen wir unser Dorf aufbauen? Ich sage einfach mal ganz frech, wir bauen hier die Häuser hin. Und zwar können wir die wieder drehen. So, die stellen wir einfach mal hier hin. Einmal. Hey. Und das dauert jetzt natürlich, bis sie die Häuser gebaut haben. Und wir brauchen für ein Haus brauchen wir 10 Lehm, 50 Holz, 100 Nägel und 3x Schilf oder Stroh. Fürs Dach wahrscheinlich. Das bedeutet, wir müssen irgendwie an Lehm kommen. Wie kommen wir an Lehm? Da. Ein Lehmvorkommen. Und das hauen wir, würde ich sagen, einfach hier in der Nähe hin, weil das wäre dann so unsere schöne Produktionsstraße. Und das Ding hauen wir dahin. So. Können wir da auch einen Arbeiter reinhauen? Nein. Die holen sich selber den Lehm. Ah, sehr schön. Guck mal hier. Wie sie mit ihrer Karre reinfahren und den Lehm dann abholen. Schön.
Sehr schön. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Clay, Wood, Nail. Ach, und ganz zum Schluss brauchen sie das Stroh. Das ist also hier sozusagen die Bauphase. Ah, sie brauchen am Anfang Lehm, wahrscheinlich für den Betonsockel. Und dann geht's los mit Holz und Nägeln. Wir sehen jetzt da klack, 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 wie es weitergeht. Hier brauchen sie dann nochmal Lehm. Dann geht's in Phase 2, hier nochmal Lehm. Dann diese Phase und zum Schluss kommt dann das Dach. Und das sieht doch wunderbar aus. Oh, hier die ganzen Ressourcen. So, haben wir alles schon da. 48 Nägel. Das. Alles gut. Na dann ackert mal, liebe Freunde. So, da wird schon alles angekarrt für die nächste Baustelle. Und woran hapert es jetzt hier? Die holen sich Ressourcen. Hm, okay. Brauchen wir vielleicht mehr Holz? Was haben wir denn hier an Holz? Ein Holz. Wollen wir einen zweiten Worker mal einsetzen? Ist halt die Frage. Looking for Jobs 10. Okay. Sollte eigentlich doch demnächst mal funktionieren. So, die holen jetzt hier Holz. Da. Bumm. Baum umgefallen. Und, oh, guck mal, schön, wie sie zu zweit das Stück tragen. Und hier hinlegen. Und weiter verarbeiten. Ratsch, ratsch, ratsch. So muss das sein. Jetzt kommt der nächste Baum. Zack. Weiter geht's. Schön. So, er bringt hier schon den ganzen Lehm an. Oder muss ich hier... Hier ist kein Worker. Warum denn? Working, working. Ah, jetzt kommt das Holz. Jetzt kommt das Holz. Sehr schön. Und jetzt kommt hier der nächste Arbeiter an. Okay. Gut, wir sind schon im April. Wir sehen hier oben die Anzeige April. Und dieser Ladebalken hier unten ist, welcher Tag sozusagen in diesem Monat gerade anliegt. So, da hat jemand Wasser gepumpt. Die Damen sitzen hier schön ums Feuer. Auch sehr, sehr schön hier dieser Parkplatz für unsere Karren. Vielleicht gibt es nachher ja auch noch Tiere, dass wir sozusagen Kutschen haben. So, und jetzt geht's hier weiter mit dem Haus. Tak, 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 tak. Da kommt schon der Kamin. Sehr schön. Zack. Und fertig ist das Haus. Und das sieht doch einfach schön aus. Das sieht doch einfach schön aus. Haben wir... Oh, die Kamera, die ist noch ein bisschen zu schnell. Die Fenster hier an der Seite. Hier oben. Das Schilfdach oder das Strohdach, wie auch immer. Hier ist schön. Also ich finde, das hat sehr, sehr viele Details. Sehr, sehr viel. Und ich finde es sehr, sehr schön gemacht. Und wir brauchen ja für unser Haus Nägel, Lehm und all sowas. Und wir gucken noch mal kurz. Wir haben dieses Stroh. 6 Stück haben wir noch. Und wir brauchen pro Haus. Was war das gewesen? 3. Oh. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern. Bedeutet, wir brauchen noch ein anderes Produktionsgebäude. Und zwar... wo versteckt sie sich? Wo versteckt sie sich? Hier, da ist er. Genau. Und dich bauen wir einfach mal hierhin, würde ich sagen. Sieht das gut aus? Das ist hier ein bisschen abschüssig, oder? Ja, aber ist nicht so schlimm. Machen wir das gute Stück hierhin. So. Und... Wir bauen dich als erstes. So. Nägel. Nägel haben wir 1190. Das ist sehr, sehr gut. Okay.
So, wie sieht's aus mit Arbeitern? 10 Stück. Und wir brauchen jetzt hier Leute, die hier Party machen. 62 Nägel. Ah, haben wir locker. Und erwartet 15 Mal jetzt Holz. Okay. Vielleicht sollte ich hier mehr Leute einsetzen, die sich um Holz kümmern. Die Frage ist halt... Working 3. Die Frage ist halt, wann wer arbeitet. Wir können ja hier mal... gucken, ob hier... Da kommt noch einer, okay. Haben wir 3 Leute, die sich um Holz kümmern. Ah, verklickt. Sieben Frauen, 6 Frauen haben nichts zu tun. 8 Frauen haben nichts zu tun. Naja, wir gucken mal. Auch erstmal selber hier in das Spiel reinkommen und reinfuchsen. So, das Holz ist angekommen. Dann sollte das weiter funktionieren. Wie gesagt, die sind nicht den ganzen Tag am Arbeiten. Die gehen auch mal schlafen. Die gehen auch mal sich hier hinsetzen und ausruhen, was essen, was trinken. Aber das wird schon Stück für Stück. Fleißig sind sie auf jeden Fall wie die Bienchen. Und wir werden mal noch weitere Häuser hier ransetzen. Kurz mal drehen. So. Dann machen wir... da noch ein Häuschen hin. Kommen ja noch einige Häuser. 1, 2, 3. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch 1, 2, 3. Dann haben wir 6, 9 Stück. Oh nee, da muss noch ein bisschen was kommen. Da muss noch ein wenig was kommen. Zack. Und ich bin von der Grafik echt... echt begeistert. Und was ich auch ganz schön finde hier in diesem Spiel, das habe ich bei anderen Spielen auch noch nicht gesehen, also nicht in dem Maße, dass das Gras oder die Wiese hier, dass wir die platt trampeln. Also da, wo wir öfter mal langlaufen, man sieht es ja hier, die ihre Laufwege, da geht halt einfach das Gras weg. Das sieht doch einfach richtig, richtig cool aus. Und es wird immer platter, das Gras. Umso öfter wieder langlaufen. Finde ich total klasse. Total klasse. Das hat echt Gesicht. Mir gefällt das. So, dann machen wir hier einen Worker rein. Ein Arbeiter. Und der kümmert sich jetzt um das Schilf. Der sammelt hier das Schilf ein. Und trocknet dieses dann. Und wenn das getrocknet ist, da geht er jetzt raus. Ja, kriegen wir mit der Kamera? Ja, hier. Er holt sich jetzt das nasse Schilf und trocknet dieses hier. Und das brauchen wir dann für unsere Dächer. Und zwar haben wir 6,6. 6,8 Schilf oder Stroh, wie auch immer. Jetzt 7. Und 3 Stück brauchen wir pro Haus. Da sollte also dieser eine Mensch dort reichen für diese Aufgabe. So. Und das Schöne finde ich auch an diesem Spiel, dass die Häuser unterschiedlich aussehen. Wir sehen hier den Unterschied. Hier ist noch ein Vorbau, wie so eine kleine Terrasse oder ein kleines Dach. So einen amerikanischen Stil, so nenne ich das mal. Und hier haben wir halt nichts davor. Da sind halt einfach 2 Fenster. Hier ist noch ein bisschen Holz mit dabei in der Wand. Das ist schon echt schön gemacht. Von hinten, ja, hier ist auch Holz. Schön, schön, schön. Hier wachsen ein paar Büsche und ein paar Bäumchen hier vorne. Schön. Er hat seinen Sonnenhut auf und freut sich des Lebens. Cool. Und wir sind schon im Mai. Also wir sehen, die Zeit rennt hier in dem Spiel. Aber das sieht, glaube ich, gar nicht so verkehrt aus. Wir haben 35 Holz auf Lager. 9900 Clay. Da haben wir ein bisschen was in dem Vorkommen drin. Feuerholz wird jetzt auch produziert. 12,5. Ja, sehr schön. Gefällt mir, gefällt mir. Ja, wir müssen wie gesagt erstmal das Tutorial durchspielen hier.
Also wir müssen alle Zelte hier leer kriegen, dass die Familien in ihren neuen Wohnungen sind oder Häusern. Und ja, dann mal gucken. Das wird auf jeden Fall noch ein schönes Abenteuer, würde ich sagen. Ja, und das sollte es auch für die erste Folge hier sein von Ostriff. Nochmal, ich finde das Spiel sehr, sehr genial gemacht, dafür, dass es einer programmiert und dass es in der Alpha 1 Patch 3 ist, ist das für mich ein riesengroßer Daumen nach oben. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ja, ich hoffe euch auch. Hoffe, ihr schreibt mir ein paar Kommentare zu dem Spiel hier, wie ihr das findet. Ich finde es richtig, richtig nice. Und für $20 so ein Spiel zu bekommen, was zwar noch ganz, ganz am Anfang ist, aber schon einiges vieles bietet, finde ich das vollkommen in Ordnung. Schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar, wie ihr es findet. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir Ostriff zocken. Ja, bis dann, macht's gut und ciao, ciao.